Pferde, Leute. Heute gibt es ein React-Video auf dieses hier. Elli, und der ist schon seit 4 Wochen unter dem Sattel, ne? Wobei, wenn man dann sieht, 4 Wochen unterm Sattel. Der macht das jeden Tag, seit 4 Wochen. Dann sollte man doch eigentlich denken, ist vielleicht die Methode falsch? Also dieses Pferd hier kennen alle die, die am Samstag die Boxpferdeprofis gesehen haben. Das Pferd heißt Otto. Und ich habe eigentlich angefangen, ein React-Video zu machen und habe dann auch Szenen daraus aus diesen Boxpferdeprofis, aber da streikt dann YouTube. Die haben da klar Urheberrechtsansprüche, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen mache ich das React jetzt auf dieses hier. Und das ist ein Video aus Juli 2014. Ich tue den Link unten in die Infobox. Und diese Vox Pferdeprofis-Sendung, die muss ja 2016 gewesen sein. Also Mitte 2016, war ja dann Winter, als sie ihn wieder abgeholt hat. Was mir halt an der Sendung und auch hier nicht gefällt, ist halt dieser Ansatz zu denken, oder dem Pferd eigentlich so mitzuteilen, gib auf. Und dass man sich da draufsetzt. Und immer wieder draufsetzt und denkt, irgendwann wird es dem Pferd zu doof und dann wird es dieses Buckel schon aufhören. Das mag ja sein, dass das bei manchen Pferden tatsächlich klappt. Aber ob das so der richtige Weg ist, frage ich mich. Und ich frage mich auch, ob das nicht ein sehr, sehr zeitintensiver Weg ist, wenn man das so macht. Das dauert ja ewig so. Das Pferd geht im Grunde genommen immer mehr in den Widerstand, fühlt sich überhaupt nicht verstanden und auch nicht ernst genommen, wird quasi wie so ein Objekt behandelt. Und bis es dann mal aufgibt, dann muss man sich ja quasi selbst aufgeben. Jetzt bin ich ja Gruppengründerin bei den Pferdeprofis an der Bande. Und da hat sich tatsächlich dann auch die Besitzerin von diesem Pferd gemeldet und hat dann gesagt, dass das Pferd am Anfang nach dem Einreiten sogar gut gelaufen sein soll. Und dann wäre der Einreiter 4 Wochen weg gewesen und dann wäre irgendwas passiert und dann fing das halt mit diesen Buckeln an. Was genau da passiert ist, weiß kein Mensch, aber es gibt da Unmengen von Möglichkeiten und die sind nicht immer nur Trauma. Also nur mal diese eine Möglichkeit, die Bezugsperson ist weg, finde ich jetzt eher unwahrscheinlich. Die andere Möglichkeit ist, das Pferd ist eingeritten worden, es hat noch keine Balance. Er macht das jeden Tag, seit 4 Wochen. Dann die Balance hat, fängt es halt das Buckeln an, weil es dann erstmal die Kraft hat. Das ist eine Möglichkeit. Man sieht ja auch, wie gleichmäßig der da galoppiert, so, ne? Also Gleichgewichtsprobleme hat er auf gar keinen Fall mehr. Andere Möglichkeit. Das Pferd hat man einfach aus irgendeinem Spaß heraus gebuckelt, jemand ist abgestiegen. Und dann hat man das quasi konditioniert. Auch das gibt es natürlich. Weitere Möglichkeit. Jemand sitzt nicht, schwingt nicht gut mit. Weitere Möglichkeit. Der Sattel passt nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Zügel zu kurz. Ne? Bei so einem jungen Pferd würde ich immer entweder lange Zügel oder halt eine einseitige Zügelhilfe. Das müssen die ja erstmal lernen und verstehen. Und wenn das nicht verstanden ist, also ich könnte mit Sicherheit noch Dutzende Möglichkeiten aufzählen, was das ausgelöst haben kann. Und aus eben diesem Grunde, wenn das Pferd in diesem Zustand ist, brauche ich nicht zu fragen, was genau ist da eigentlich passiert, sondern ich muss halt gucken, an welchen Stellen hakt es denn. Da würde ich halt erstmal anfangen, reagiert das Pferd irgendwie panisch auf. Ich nehme immer den Sticker, aber es könnte auch die Longierpeitsche sein. Wie ist das denn so, ne? Wie ist es damit? Das wäre das Erste, was ich repariere. Dann würde ich halt gucken, kann ich das auf mit stetigem Druck verschieben? Kann ich die Hinterhand einzeln verschieben? Kann ich die Vorhand einzeln verschieben? Kann ich das rückwärts einzeln verschieben? Wenn die Vorhand schwer ist, würde ich sagen, oh, es ist ein selbstbewusstes Pferd. Wenn die Hinterhand eher schwer ist, dann denke ich mir, dass es wahrscheinlich ein eher ängstliches Pferd ist. Das sagt ja schon ganz viel aus. Dann ist auch die Frage, wie geht es denn mit stetigem Druck um? Lehnt es sich da noch rein? Wenn es sich da noch rein lehnt, muss ich das halt reparieren. Wo diese Reparatur, doofes Wort, ne, wo genau ich da ansetzen muss, kann man vorher gar nicht sagen, aber ich mache diese Checks. Dann kommt eben der rhythmische Druck, ob er das Pferd damit umgehen kann. Meistens können die da besser mit umgehen als mit stetigem Druck. Und auch da wieder Vorhand, Hinterhand. Ja, und dann würde ich halt, bevor ich reite, auch gucken,
ob, sag ich mal, die Instrumente am Pferd stimmen. Hört sich alles jetzt sehr, sehr mechanisch an, so ist es eigentlich gar nicht, ne? Aber wie ist es mit dem Kopfsenken? Wie ist es, wenn ich das Pferd am Boden, den Kopf zur Seite nehme? Ellie und er schon seit 4 Wochen unter dem Sattel, ne? Das sind all diese Sachen, die ich erstmal versuchen würde. Und dann würde ich halt gucken, gibt es irgendwas, wie ich das schaffe, dass das Pferd Spaß mit Der macht mir das hat? jeden Tag seit Das 4 Wochen. ist auch erstmal total wichtig, dass das Pferd den Umgang mit den Menschen genießt. Dann habe ich das Pferd ja jetzt auch bei Bernd Hacke gesehen und für mich sah das ganz klar nach Gurtzwang aus, weil in dem Moment, wo der angurtete, dann rastete der völlig aus. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, ist in dem Kanal Nicola Steiner Horsemanship zu finden. Wie man mit Gurtzwang so umgehen kann. Hat ein Pferd Gurtzwang, kann man das ganze Reiten vergessen. Ja, unpassender Sattel hatte ich eh schon gesagt, ist möglich. Wenn wir das jetzt alles ausgeschlossen haben, das Pferd, Gurtzwang ist repariert, Gurtzwang würde ich auch wieder in ganz, ganz kleinen Schritten. Wir nehmen erstmal einen Longiergurt, falls der mal irgendwie rutschen sollte, den muss man nicht so festmachen, dann liegt er halt andersrum, ist er halt andersrum da. Würde halt diese ganze Bodenarbeit mit Longiergurt machen. Dann vielleicht mal einfach so ein Sattelpferd, die gibt es ja auch mit Gurt. Dann einen Kindersattel. Ja, immer steigern, dass das immer mehr wird und eben mit diesem Sattel Sachen machen, die dem Pferd Spaß machen. Die es gerne macht. Das ist ja ein sehr verspieltes Pferd gewesen, hat man da in der Vox Pferdeprofis-Sendung gesehen. Und wenn das Pferd sich auf die Arbeit mit mir freut und wenn man die Arbeit so gestaltet, dass man nicht sagt, wie der Bernd Hacke so gerne sagt, ich Chef, du nix, sondern eben sagt, selbstbewusstes Pferd, das darf auch Vorschläge einbringen und ich gehe da auch drauf ein. Da gibt es so einen ganz tollen Spruch von Pat Parelli: Mach deine Idee zur Idee deines Pferdes, aber verstehe zuerst seine Idee. Und wenn deine Idee das Reiten ist, dann fängst du natürlich nicht mit dem Reiten an, sondern man fängt mit dem an, was das Pferd so anbietet. Schon mal ganz, ganz wichtig. Gut, dann ist das halt so passiert. Dann hat die Frau, die wirklich totales Herz auch für dieses Pferd hat, was ich auch ganz toll finde, der sollte dann zum Schlachter, weil keiner das dann hinkriegte. Auf die Methode ist das für mich eigentlich auch kein Wunder, dass es keiner hingekriegt hat, weil das ja einfach so unterwürfig ist. Dann hat sie den halt gerettet. Reiten ging halt nicht und dann kam der halt beim Bernd Hackl an. Die erste Szene war halt, er nimmt das Pferd in die Hand, geht aufs Pferd zu und sagt, du bist der Otto, ich bin der Bernd, jetzt haben wir uns Er macht offiziell das jeden vorgestellt, Tag seit 4 Wochen dann kann es ja jetzt unter losgehen. Und ich schon dachte, ey, glaub ich's denn? Ne? All diese Sachen, die ich vorher gesagt hatte, da kam ja schon mal gar nicht drauf. Ja, es kam, wie es kommen musste. Er hat den Sattel draufgetan, dann zeigte sich dieser Gurtzwang. Er hielt dann vorne das Pferd mit der einen Hand und hinten mit der anderen Hand hielt er halt diesen Gurt feste. Wie die Situation dann aufgelöst worden ist, ob man das dann aufgelöst hat, als das Pferd stand, was ja dann vielleicht eine kluge Entscheidung gewesen wäre, wenn man den Fehler schon mal gemacht hat, gleich mit dem Riesenwestern-Sattel dran. Ne? Hat man nicht erfahren, er wurde dann halt wieder abgesattelt. Da kam halt so ein Schnitt. Dann sagte er, ich muss beim Satteln überhaupt nicht anfangen. Genau, das war der richtige Spruch, aber warum hat er es dann getan? Da hat die Beziehung ja schon mal einen total schlechten Grundstein. Und dann fing halt diese Bodenarbeit an, die ich im Grunde auch irgendwie zumindest ansatzweise beschrieben hat, aber dann mit so viel Druck. Und dann kam auch dieser Spruch, ich mache jetzt so lange, bis du aufmerksam auf mich bist. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Ne? Die Aufmerksamkeit, die kommt von selbst. Und wenn ich dann dieses Spiel spiele, mit Hinterhand verschieben und vielleicht so nach dem Motto, krieg ich dich, krieg ich dich, getroffen mit der Hinterhand, dann passen die Pferde auf einen auch, aber mit einer ganz anderen Haltung. Das ist halt dann ein Spiel, Fangspielen. So, ne? Oder Abtreffenspielen. So in der Art ist das ja dann eigentlich. Und man erreicht dann eben natürlich auch Respekt bei diesem Abtreffenspielen, weil man kann das Pferd bewegen. Jetzt hat er das Pferd am laufenden Band bewegt gehabt in dieser Sendung. Die Hinterhand ging weg, aber er hörte einfach nicht auf, wo ich immer denke, ey, aber wie soll das Pferd da lernen? Es ist ja nicht die Idee, beweg dich möglichst viele Stunden oder möglichst lange, sondern es ist die Idee, beweg dich auf meine Ansage. Und wenn man das macht, dann muss man aufhören. Noch ein Parelli-Zitat. Druck motiviert, aber loslassen lehrt. Und wenn man nie loslässt, wie soll das Pferd dann lernen? Das Einzige, was es dann lernen kann, ist erlernte Hilflosigkeit. Weil es kann ja machen, was es will. Der Bernd in dem Fall hört einfach nicht auf. Dann kam die Plane. Und auch da ist ja eigentlich das Vorgehen. Erst ein kleines Tuch, erst ein Taschentuch, dann ein Geschirrtuch, dann ein Handtuch.
dann ein großes Handtuch, die Abschwitzdecke vielleicht, keine Ahnung, was ich jetzt schon kenne. Dann kommt vielleicht eine kleine Fahne, aber es war die größte Fahne, die man sich denken kann. Und anstatt diese Desensibilisierübung zu machen, der macht das jeden Tag, wo man eben auch das Pferd mit diesmal nicht rhythmischem Druck und auch keinem stetigen Druck, sondern mit rhythmischer Bewegung sagen würde, wenn ich hier mit der Fahne rumfuchte, bist du nicht gemeint, dann reagieren die. Und sobald die stehen, nimmt man die Fahne weg. Das Pferd steht und er nimmt die Fahne nicht weg. Nee, er versucht das Pferd damit zu bewegen. Also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, aber er nennt es Horsemanship und mit Horsemanship hat es ja so gar nichts zu tun. Und es ist ja nicht so, ich kann machen, was ich will und ich kann es nennen, wie ich will. Das ist ja schon verbraucherschutzmäßig nicht ganz in Ordnung. Naja, dann ist das halt immer, man sieht die Anfangsszene, man sieht die Endszene. Ne? Klar kann man nicht alles zeigen und man weiß nicht, was in diesen 5 Monaten passiert. Aber diese Anfangsszene lässt ja schon schlimmes denken, weil er diese Grundlagen, Pferde denken wie Pferde. Deswegen kann man nicht auf allen möglichen Wegen das machen. Ne? Wenn man denkt wie ein Pferd, dann kommt man innerhalb von 5 Wochen viel, viel weiter. Oder auch 5 Tagen, kommt aufs Pferd an, das ist unterschiedlich. Aber ich habe das schon so oft erlebt, ich habe manchmal eine Kundin eine einzige Unterrichtsstunde gegeben und habe ihr gesagt, geh so und so damit um und das Pferd war ein anderes Pferd. Das ist bei mir auch eher selten. Ne? Aber mit 4, 5 Stunden habe ich schon echt viel erreicht und das sind einzelne Stunden, wo ich den Leuten nur sage, was sie machen sollen. Und ich habe das halt gelernt. Ne? Es ist nicht so, dass es so selbst erfunden ist. Ich habe immer wieder mich selbst kontrollieren lassen und ich mache auch eine Menge Fehler und es geht bei weitem nicht alles gut. Aber ich weiß halt, wo oft das Problem liegt und das größte Problem ist, dass wir Menschen als Raubtiere geradlinig aufs Ziel zugehen. Wenn wir ein Pferd verladen wollen, dann üben wir Verladen. Anstatt das Pferd von hinten aufzuzäumen, mit der Beziehung dann eben. Und dann geht das Verladen ganz, ganz schnell. Zum Beispiel sind solche Sachen. Gut, diese 5 Monate sind vergangen, dann kommt die Besitzerin wieder zurück und von dem Pferd war da nichts mehr zu sehen. Und das lag jetzt auch nicht nur am Winterfell, was es dann hatte. Hat ja so eine kleine Wunde über dem Auge oder so eine Narbe, was natürlich immer mal auch sein kann, kann auch im Stall passiert sein, aber es sah insgesamt struppig aus und es sah absolut hart aus. Der macht das jeden Tag, seit 4 Wochen. Es war ein völlig anderes Pferd. Und nicht im positiven Sinne, der Moderator sagte, das ist das jetzt nicht ein anderes Pferd, aber in dieser Pferdeprofis-Gruppe, wir waren alle schockiert, wie wenig Leben noch in dem Pferd war. Kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, wie ich bei dem Pferd vorgegangen wäre, aber ich weiß, ich persönlich habe so an die 100, wenn nicht noch mehr Methoden in meinem Rucksack drin und würde halt gucken, wie tickt das Pferd und würde eine Methode 3-mal ausprobieren und wenn es nach dem 3. Mal nicht irgendeine Besserung gibt, würde ich eine andere ausprobieren und nicht dieses Festhalten an einer bestimmten Methode. Und wenn ich jetzt dieses Video hier auswähle als mein React-Video, dann ziehe ich einerseits den Hut, wenn jemand mit 60 Jahren noch so sattelfest ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist eben das auch nicht der richtige Weg. Der richtige Weg kann doch nicht sein, ich habe den längeren Atem und du wirst es schon aufhören. Man tut dem Pferd so nichts, aber einfach mal zu fragen, warum ruckelt es denn? Das muss doch der richtige einzige und erste Ansatz sein. Um das nochmal klarzustellen, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Reihenfolge der Übungen eingehalten wird. Und das Pferd war noch nicht bereit zum Reiten. In aller Regel ist da irgendwo ein Zwischenschritt vergessen worden. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.